erster selbstgebackener Kuchen. Naja, erster stimmt doch gar nicht, ne? Ne, der erste nicht, aber der zweite oder dritte. Und sieht toll aus. Wollen wir jetzt mal probieren gleich. War ein bisschen feucht, aber das riecht gut. Da kommt schon der Geschmackstester. Sieht man das nicht? Klar. Mit dem wohlgeformten Bauch. Ja. Oh, die Pflaumen haben echt gesuppt. Ziemlich. Ja, das, und das gehe ich natürlich davon aus, dass es das ist. Ja, das würde ich auch sagen. Dass es zu viel Pflaumen ist auf ein Stück. Ja, aber ich wollte viel Pflaumen. Und Nicole? Weil Nicole kommt sofort. Nadja. Kommt sofort. Kommt die zweite Kuchentesterin. Ja, genau, die gerade die Kuchen testen kann. Ey, dicke Backe oder was? Das sind Hamsterbacken, da steckt noch was drin, das ist viel später. sie sollte mal wohl nicht mehr so lange machen heute. Bleib, ess deinen Kuchen. Hallo, lass mal die Tischplatte. Danach setz ich mich nochmal drauf. Michael, können wir da unten keine Spackschrauben reinmachen? Lass sie doch. Müssen wir mal probieren. Yeah. Umdrehen und einfach Spackschrauben reindrehen. Ja. War nicht so toll. Jetzt mit Sahne. Was mit Haare? Das muss schmecken. Sahne-Maske, ist gut, ist fertig. Das ist gut für tolle Haare. Halten. Ja, du. Ja? Du brauchst da nicht viel Druck für. Nee. Echt nicht? Nein. Nee, brauchst du auch nicht. Eigentlich nicht. War schon fertig? Ja. Das kann nicht sein, wir haben 12 Tassen gemacht. Ja, bei gerade den letzten Zügen. Die ist schnell, die Maschine. Die ist schnell, das stimmt. Schatz. Soll ich dir einen Kaffee mitbringen? Ja. Ja. Oh. Muss mir meinen ja selber holen. Ja, dann tut mir aber leid. Ich hole den. Nee, brauchst du nicht. Tut weh? Ja, es tut weh. Unten den harten und oben den fluffigen. Mhm. So, Kommentare. Wie hat's geschmeckt? Bis jetzt schmeckt. So, was heißt, hat geschmeckt oder schmeckt? Schmeckt. So, sieht man, ne? Schmeckt. Schmeckt. Muss mir holen. Von der Pappe erschlagen, es schmeckt immer noch. Mir hat es natürlich nicht geschmeckt. So. Hallo? Spuck's aus! Ich bin froh, dass mein Zimmer. Also aber vorne der Regenschauer, der war heftig, so, fand ich. Der war schon kräftig, ja. Wenn du, aber nee. Gott sei Dank kurz. Also dann ging's Nadja, das ist jetzt nicht, weil wir dich ärgern wollen. Guck mal darüber. Und da knallt es auch schon. Und wenn das über der Halle ist, dann sitzt du da oben nicht mehr drauf. Ich sag's dir nur, ne? Ich bin dann der Nase so abgestrichen. So, jetzt kommt Gewitter. Ja, ich gehe davon aus, aber wenn du nach links guckst, Michael, ist es dunkler. Ja. Da. Es wird auch ziemlich frisch und das wird auch gleich richtig schauern. Es wird auch gleich richtig schön Wind. Vielleicht hat er doch keinen. Kuchen mehr, weil der hat leider vom Tisch gewesen. Ja, der ist ein bisschen saftig, also da ist Gewicht drauf. Komm, sprich dich aus, was? Nein, der war gut, der war super, der Kuchen. Ich kann nicht lecker. Meckern. Komm. Also für das erste Mal selber gemacht, war der super. Wir haben den Kuchen gerieben und haben uns gesellt. Er musste aber leicht warm sein. Also das musste schon sein. Also das wird noch ein bisschen dauern. Das ist ziemlich geil. Also niedlich. So, und jetzt, wenn du das Ohr noch so ein bisschen in dem Dreieckform ausgetupft hast. Ja. Und dann lassen wir das jetzt hier so ein bisschen antrocknen. Dann ziehen wir da weiß rein. Und dann muss das gleiche wieder in weiß passieren, oben drüber. Und dann sieht das nämlich auch grau aus. Okay. Ich denke, das wird richtig gut. Das wird ein richtiges Kunstwerk. Das wird ein Kunstwerk, ich sag dir das so. Das ist richtig schick geworden. Das gefällt mir total gut.